Ich schaue sehr gerne Maispaß, vor allem wenn ich auf Tour bin. Dann schaue ich sehr gerne Bastian Pastewka und Stromberg. Das tut er wirklich. Wow, besser kommen wir gar nicht rein, oder? Nee, das war wirklich gut. Das war auch gut. Authentisch und das sah auch gar nicht aus, als hätten wir es schon dreimal gemacht. Nee, ich mache das ja nicht zum ersten Mal, wollte ich gerade sagen. Ich habe gelesen, dass eure Band nicht so richtig als Band angesehen wird, sondern mehr so als Musikprojekt. Was unterscheidet denn euch von Bands? Wir sind, wir tanzen alle nach meiner Pfeife. Nein, richtig. Nein, das ist Blödsinn. Nicht so richtig Blödsinn, aber ein bisschen Blödsinn. Es hat mal als Projekt angefangen. Ich wollte einfach ein Solo-Projekt machen, da waren ganz viele andere Künstler dabei, Sänger und dann ist das so zu so einem großen Projekt geworden. Aber jetzt kennen wir uns alle schon so lange, dass es jetzt auch irgendwie wieder eine Band ist, nur mit sehr vielen Sängern. Jetzt ist die andere, du bist allein. Ich glaube, ihr seid ein bisschen mehr. Wo ist der Rest noch essen? Die sitzen hinten im Dressingroom und warten darauf, dass ich wieder aufschließe. Nein, die sitzen hinten und bereiten sich auf die Soundgeschichten vor und in ihr und Kram. Und das heißt, du bist immer so die Stimme der Band. Wird denn auch mal gesagt, heute mal nicht so? Oder geben sie dir Tipps, was du mal sagen sollst und was nicht? Nö, eigentlich nicht. Also wenn ich übertreibe, dann sagen die mir das schon. Also wir sind schon relativ nicht demokratisch. Also aber jeder sagt, was er denkt. Wir sind jetzt alle so alt. Aber eigentlich finden die das immer... Vielleicht trauen sie sich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, sagt eigentlich niemand was. Knallt es dann auch mal auf Tour so richtig, dass du sagst, boah, wenn der mir nochmal entgegenkommt, dreh ich durch? Nee. Nein, tatsächlich nicht, weil wir touren ja nicht so oft. Wir touren ja nur alle 2-3 Jahre mal so 30, 40 Shows. Ich habe ja noch eine andere Band, mit der tue ich öfter. Da knallt es auch öfter. Aber sehr schön. Mit dieser Band knallt es tatsächlich nicht so oft, weil wir in der Konstellation eigentlich nicht oft unterwegs sind. Und dann weiß man das zu schätzen. Man kennt sich, man hat auch mehr Respekt voreinander. Man knallt es nie. Habt ihr denn auch so ein Ritual vor der Show, dass ihr euch noch mehr zusammenbringt? So in Arm nehmen oder nochmal küssen auf die Stirn oder weißt du, sowas? Ja, sowas. Alles das in dieser Reihenfolge? Ja. Und ja, das machen wir so. So diese Sachen. Wenn es nicht schon so war, dann ab jetzt, weil immer mich fragen. Ich kenne mich. Ja, so machen wir das. Und ein Glas Rotwein trinken wir vorher manchmal auch noch. Sehr gut. Heute natürlich nicht. Ist nicht gern gesehen hier. Kein Rotwein. Kein Rotwein heute. Wollen wir noch was spielen? Was denn? Ich habe noch ein Quiz vorbereitet. Bock. Okay. Oh ja, ich liebe Quizzen. Und zwar, das Quiz heißt super kreativ ESC-Quiz. Richtig. Da kann ich auch nicht viel mitmachen, das steht genauso auf meinen Karten. Okay. Bist du so fit in dem ESC-Thema oder sagst du, interessierte mich bis dieses Jahr eigentlich gar nicht so richtig? Ich bin nicht so ein Fernsehgucker, tatsächlich. Nur wenn ich auf Tour bin, mache ich Spaß. Aber ansonsten, natürlich. Nein, es ist tatsächlich. Ich gucke halt wirklich, wenn ich schlecht drauf bin auf Tour, gucke ich Pastewka. Da muss ich lachen, dann bin ich gut drauf. Ansonsten schaue ich wirklich kaum fern. Es ist kein Scheiß. Wollen wir es trotzdem versuchen und zur Not musst du raten, okay? Erste Frage. Seit wann findet der Eurovision Song Contest statt? Also das Jahr bräuchte ich. Darf ich das Publikum fragen? Ich glaube ungefähr so um die paar 50 Jahre. Und jetzt muss ich einfach nur rechnen. Das müsste sein, ich würde mal sagen, irgendwann Anfang 60er. 64. Richtig, 56. Ja, siehst du. Der weiß einfach alles. So, nächste Frage. Welches Land bzw. welche Länder haben aktuell die meisten Siege? Das steht auch original so. Ich hätte es auch viel schöner formulieren können. Aber steht das da drauf? Hätte ich jetzt einfach nur gucken müssen. Nein, aber ich glaube, ich fuchtel so schnell, das schaffst du nicht. Also Schweden, Irland, hast du es gesehen? Schweden, Irland, Frankreich oder die Niederlande? Schweden. Richtig, Irland. Das flutscht. Ja, logisch. So, wie viele Punkte bekam Nicole mit ein bisschen Frieden für ihren Sieg 1982? In Großbritannien. Wie viele Punkte kann man denn da so kriegen? Da kann man zum Beispiel 185, 192, 246 oder 161. Das war ein Erdrutschsieg. Wie viel war das? 246? Oder vielleicht auch 161? 161. Ach, wow. Ey, das hätte ich nicht gewusst. Eine letzte gute, leichte Frage. Roman Lob, kennst du? Wen? Roman Lob? Ein Boxer. So, ja, der bekannte deutsche Boxer, der für uns mal zum Eurovision Song Contest gefahren ist. Okay. Ja, wenn er mal nicht boxt, dann singt der süße kleine Junge. Und zwar der Roman, ja. Der sang ja 2012 für Deutschland, wie du ja weißt, wenn er mal nicht boxt. Standing Still. Auf welchem Platz landete er damit? Dritter, achter, 13. oder letzter? Letzter. Nein, Roman, bitte. Da gab es sogar eben noch... Achter. Hä? Das war doch gar nicht dabei. Doch, acht habe ich gesagt. Achter. Hallo, ich habe acht gesagt. Ich hab
Zusammenfassend gesagt, zu sagen ist... Ronny Lob. Kenn ich. Möchtest du Roman Lob vielleicht noch grüßen Roman, und für seine Roman, Boxkarriere Roman, alles Gute wünschen? Roman, ich möchte dir für diese despektierliche Aussage möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ich wirklich, das hat nichts mit dir zu tun. Ich lebe hinterm Mond. Ich wusste das nicht. Nein. Roman, es tut mir leid. Schöne Grüße an dich, Roman. Also ich hab's geguckt. Komm da mal wieder raus. Ich nicht. 2012, da war ich... Schwanger. Ja, da war ich schwanger. Nee, ich weiß nicht, 2012, da war ich wahrscheinlich irgendwo auf Tour. Vielleicht? Nicht schlimm, nicht schlimm. Nee, macht nichts. Nicht schlimm. Wir wünschen dir trotzdem alles, alles Gute, dir und deiner Band. Rockt ist, auch wenn du dieses Wort, glaube ich, nicht so magst. Ich finde Rocken sehr gut. Beschreibt es das ein bisschen? Ich finde Rock schön, aber... Ich wollte es nochmal lässig aus der Kamera werfen jetzt. Das hast du gut gemacht. Das sah richtig. Vor allem meine Kollegen, es tut mir leid. Eigentlich sollte es auf der Bühne landen. Die Leute im Fernsehen hätten gar nicht gesehen, dass es nicht auf der Bühne gelandet ist, wenn du nicht das jetzt rausgeplappert hättest. Das ist ja so auch mal ein bisschen, hallo, jemand zu Hause. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe auch die Frage vergessen. Wir sagen einfach tschüss. Ja. Danke. Ciao.